Bau Pesendorfer in Vöcklermarkt und Schwannenstadt. Fairness, auf die Sie bauen können. Vor diesem Drittliga-Derby gegen den SK Vorwärts Steyr ist bereits ein Sieger festgestanden, und zwar ist es in diesem Fall das Rote Kreuz, denn der Charity-Fußballtag der UVB zusammen mit dem Aldianer Club Ampfelwang brachte zuletzt 2000 Euro ein, und diese Summe wurde nun standesgemäß übergeben. Dass die UVB Oberbank Vöcklermarkt an diesem Abend aber auch noch einen zweiten großen Grund zum Feiern haben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, sollte sich aber schnell einmal abzeichnen. Denn wir sind schon mitten im Spiel, noch keine 3 Minuten sind rum. Knies mit der Ferse, Hüttner pariert zunächst, Steyr bringt aber den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich und Gruber mit einem ganz, ganz feinen Schlenzer. Bei diesem Treffer haben die Vöcklermarkter tief in der Trickkiste gewühlt. Zunächst Lukas Purkrabeck mit der Hereingabe. Franco Knees, schön, aber kein Problem für den Steyr-Keeper. Und nun warten alle darauf, dass Umberto Gruber voll abzieht. Aber der hat einen viel, viel besseren Plan. Nur wenig später diese Aktion von Lukas Prokop. Von dieser Position noch nicht sehr aussagekräftig, aber die Torkamera zeigt, dass der Gästeverteidiger da klar mit dem Unterarm dran war. Für Schiedsrichter Asim Basic aber kein Elfmeter. 800 Zuschauer sind ins Black Gravy Stadion gekommen und die sehen dann auch die erste Chance für den SKV, aber die Vöcklermarkter verteidigen mit Mann und Maus. Und hier ist kein weiterer Kommentar notwendig. So, der Regen wird stärker und auch Vöcklermarkt bislang mit einer sehr starken Vorstellung. Franco Knies knapp am Tor vorbei. Und dieser Franco Knies ist auch gleich wieder am Ball. Schön weitergeleitet auf Meilinger und in der Mitte ist Toni Mestrovic mitgelaufen. Das 2:0 in der 28. Minute. Vöcklermarkt fightet um jeden Ball und jeden Zentimeter am Platz. Dafür war Thomas Lagander als Spieler schon bekannt und das gibt er nun seinen Mannen mit aufs Feld. Die Partie nicht unfair, aber sehr rassig und mit der einen oder anderen unnötigen Aktion. Eine Szene haben wir noch in Halbzeit 1. Schober muss nachgreifen und dann macht er das Foul. Asim Basic zeigt auf den Punkt und schaut dann auf den Linienrichter, der die Fahne gehoben hat. Und jetzt hatte die UVB Glück, denn ich finde, das war kein Abseits. Zur Pause steht es deshalb 2:0 für Vöcklermarkt. Steyr kommt dann natürlich druckvoll aus der Kabine. Der SKV ja unter der Woche mit dem Nachtragsspiel und dem Sieg bei den WRC-Amateuren. Dann prallen Schober und SG8 zusammen. Beide können aber nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen. Die Gäste dann aber mit ihrer besten Phase im Spiel. Würtinger prüft zunächst spektakulär seinen eigenen Torhüter. Und dann ist es Oliver Philipp, der diesen Ball von Amir Pasic nicht optimal verwerten kann. Auf der anderen Seite dann dieser Kopfball von Marco Meilinger. Vöcklermarkt taktisch bislang extrem diszipliniert und so tut sich Steyr nach wie vor schwer. Nächster Aufreger dann in der 73. Minute, der eingewechselte Jakesevic gegen Milan Ciric. Der Vöcklermarkter sieht dafür gelb, für den Steyr-Verteidiger ist das Spiel aber zu Ende, er muss verletzt ausgetauscht werden. Und wir sehen gleich das nächste überharte Einsteigen und jetzt gibt es Freistoß für die UVB. Moritz Gauker und Michael Eberl, es steht 3:0. Die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, das Spiel ist entschieden. Eberl zieht in Richtung erste Stange und Bilic kommt zu spät. Der Vollständigkeit halber noch diese zwei Aktionen. Es läuft bereits die Schlussphase. Auch Purkrabeck trifft noch, aber er wird aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Und dass die UVB Vöcklermarkt dem SK Vorwärts Steyr endgültig den Nerv gezogen hat, sieht man auch hier. Rot für Hamza Esciach. Und dann ist Schluss. Die UVB gewinnt mit 3:0. Hier die Stimmen zum Spiel. Wir haben gewusst, dass wir eine hundertprozentige Leistung brauchen, weil wir wissen, dass Vorwärts ein sehr guter Gegner ist. Das darf man nicht unterschätzen und das ist uns heute sehr gut gelungen. Die Mannschaft hat sich heute belohnt, einfach auch für die Arbeit, was wir Tag für Tag reinstecken und Wochen für Wochen, die letzten Wochen.
War immer ein bisschen, ist immer was dazwischen gekommen, aber heute, glaube ich, haben wir es uns auch verdient in der Höhe und Kompliment an die ganze Mannschaft. Ich glaube, dass wir einfach gerade in dieser Liga mit den Mitteln, was wir teilweise auch nur haben, gerade das große Pluspunkt, die Mentalität, die Kampfstärke, der Teamgeist vor allem, ganz, ganz wichtig ist und vor allem in Vöcklermarkt ganz hochgeschrieben werden muss. Und ich lebe das vor und die Mannschaft geht damit. Schwer zum positiv resümieren. Ich muss trotzdem sagen, die Mannschaft war intakt. Die hat einen Großteil umgesetzt von dem, was wir eben auf der Liste gehabt haben. Ja, wenn du von 0-3 mit 0-3 da wegfährst und eine rote Karte und eine schwere Verletzung im Gepäck hast, ist es nicht gut. Vöcklermarkt macht in der Tabelle der Regionalliga Mitte damit ein paar Plätze gut, muss jetzt nach Voitsberg und empfängt am Freitag, 6. Oktober, die WRC-Amateure.